Kam mit SPD und Grün. Vielen Dank. Okay, vielen Dank. Dann sind wir hier vorne bei dem Genossen und danach bei Ellen Brombacher. Ja, Tim Führung, mein Name. Ich bin auch Mitglied der AKL und kann jetzt da an Luzi genau anschließen. Man gewinnt ja hier den Eindruck, als würde es jetzt nur noch um die Frage, wie wir in eine Regierung eintreten gehen. Und dann würde das Land schon ein bisschen besser werden. Ich halte dieses Märchen für tatsächlich ein Märchen. Die Linke vergisst dabei festzustellen, dass wenn man in einen Regierungszug einsteigen möchte, dann muss man ein Ticket lösen. Und auf dieses Ticket gibt es allgemeine Geschäftsbedingungen. Und die muss die Linke akzeptieren. Zu diesen Geschäftsbedingungen gehört die Akzeptanz zur Schuldenbremse, die Akzeptanz zu NATO, zu EU, zu Stacheldraht. Dazu gehört die Akzeptanz zu Abschiebungen und dazu gehört auch die Akzeptanz zum Bestehenden. Und daran sollte sich die Linke meiner Meinung nach nicht beteiligen. Gleichzeitig will ich euch sagen, wie es besser gehen könnte. Wir müssen diesen parlamentsfixierten Abgeordnetenbetrieb schwächen. Und das machen wir damit, dass wir feststellen, was die Aufgaben einer Linken sind. Staatsknete im Parlament abgreifen, Informationen aus dem Staatsapparat abgreifen, der Bewegung zuspielen, den außerparlamentarischen Bewegungen das zuspielen. Und dann braucht man natürlich noch das Parlament als Bühne, weil die Medien sind so geil auf dieses Parlament, das sollten wir doch nutzen. Aber alles, was darüber hinausgeht, brauchen wir nicht unbedingt. Ich bin auch damit bereit, dass man Göster vielleicht in so eine Weste steckt und ihn dann übers Kohlefeld laufen lässt. Das können wir auch machen als parlamentarischer Beobachter, das ist auch gut. Aber grundsätzlich bin ich der Meinung, weil jetzt hier auch gerade der Kampf, wie geht es denn gegen rechts weiter? Abgeordnetengehälter gehören beschränkt. Und ich glaube, dass ein Facharbeiterlohn ausreicht. Die Differenz davon, es gibt in jeder Stadt eine vernünftig operierende Antifa. Und da könnt ihr mal die gesamte Kohle hinpacken, anstatt mit SPD, Grünen und CDU eine Einheitsfront zu bilden. Ich glaube, da hat die Antifa mehr von und wir haben den Nazi-Dreck irgendwann auch weg. Vielen Dank, ihr seid wirklich sehr solidarisch. Ellen Brombacher. Und danach der Genosse, der dort steht, meldet sich schon länger. Ja, liebe Genossinnen und